Hey, wundervolle Menschen da draußen, mein Name ist Sammy und heute habe ich einen Special Guest mit dabei. John! Ich werde Ihnen etwas bringen, was er zuvor noch nie gemacht hat. Zumindest hat er es versucht und es zahlreiche Male nicht hinbekommen, es zu backen. Wir werden die einfachsten Plätzchen dieser Welt backen. Es sind Zuckerkekse und die schmecken nicht nur lecker, die sehen verdammt lecker aus, wenn man sie schön dekoriert. Wir werden eine kleine Dekoration. Weißt du das? Dieses Video. Nein, das sind die Klappen. Ihr kennt meinen Ansporn, ihr kennt meinen Anspruch, ihr kennt meine Aesthetics der Videos. Die sind ein bisschen unterschiedlich bei uns. Was? War das gerade Shade? Deine Videos sind ja nicht so wie meine. Wir haben ebenfalls noch ein Video auf Jans Kanal gedreht. Ich verlinke es euch in den weiteren Informationen. Und wir haben jeweils beide eine richtig schöne, geile Verlosung für euch innerhalb der Videos. Was ist unser Maislimani? Was ihr bei mir gewinnen könnt, seht ihr jetzt gerade. Das sind richtig geile High-End-Produkte. Also macht unbedingt mit. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist es... Ihr müsst unsere Kanäle abonnieren. Und dem Video hier einen Daumen hoch geben und einen Kommentar schreiben. Und bevor wir jetzt wieder viel zu viel drumherum reden, legen wir los. Auf geht's in die Küche. Und das ist, was ihr braucht. Für dieses super einfache Keksrezept brauchen wir Mehl, Zucker, 2 Packungen Vanillezucker. Ich habe Bourbon-Vanille und normalen Vanillezucker verwendet. Butter, optional Marzipan, den könnt ihr natürlich auch weglassen. Ein Ei und natürlich brauchen wir dann noch etwas zum Dekorieren. Wir brauchen für den Zuckerguss Puderzucker und verschiedene Dekostreusel. Ich werde euch alle Mengenangaben natürlich in den weiteren Informationen auflisten und euch dann natürlich dazu schreiben, wie viele Kekse ihr aus dieser Teigmenge herausbekommt. Aber es ist sehr einfach. Ihr gebt alle eure Zutaten einfach nur in eine Rührschüssel. Das Marzipan füge ich noch hinzu, weil es einfach die Kekse noch ein bisschen weicher macht und einen leckeren Geschmack abgibt, könnt ihr natürlich auch weglassen. Nachdem ich die Butter mit dem Handrührgerät und den trockenen Zutaten etwas verkleinert habe, füge ich dann noch das Ei hinzu. Fühlt euch aber frei, das Ei schon direkt mit allen Zutaten in eine Rührschüssel zu geben. Ich finde es jedoch ein bisschen einfacher, wenn das Ei zum Binden des kompletten Teiges erst zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt wird. Nachdem der Teig solche kleinen Klümpchen bildet, ist er bereit, mit der Hand weiter bearbeitet zu werden. Dabei müsst ihr den Teig einfach nur kneten, bis er zu einer kompletten festen Masse wird und zu einer Kugel formbar ist. Das Ganze kommt dann im Anschluss für ca. 10 Minuten in den Kühlschrank oder in die Tiefkühltruhe, damit er sich ein bisschen ausruht und die Butter innerhalb des Teiges ein bisschen abkühlen kann. Den Teig könnt ihr natürlich schon am Vortag vorbereiten und jederzeit darauf zurückgreifen. In der Regel sollten aber 10 Minuten zum Ausruhen und Auskühlen der Butter ausreichen. Ich nehme dann meistens den Teig raus, schneide einen Teil davon ab, der Rest kommt wieder in den Kühlschrank, damit die Butter schön kühl bleibt. Dann wird das erstmal leicht flach gedrückt, bevor ich dann mit dem Teigroller an den Teig gehe und den Teig auf 5 mm ausrolle. Natürlich könnt ihr den Teig ein bisschen dünner ausrollen, dann habt ihr natürlich ein bisschen knusprigere Kekse, diese dann aber natürlich nicht so lang backen. Und dann geht der Spaß erst richtig los. Wir kommen zum Ausstechen. Ich nehme da die verschiedensten, weihnachtlichsten Formen und bin schon extrem gespannt, wie eure Kekse aussehen werden und vor allem, wie ihr sie dekorieren werdet. Sobald ihr alle eure Kekse ausgestochen und auf einem Backblech ausgebreitet habt, kommen sie bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 7 Minuten in den Ofen. Jeder Ofen arbeitet dabei anders, achtet einfach darauf, dass eure Kekse einfach ausbacken. Ich lasse sie in der Regel ein bisschen heller, weil sie dann von außen schön kross, aber von innen super weich sind. Deswegen kommen sie nach 7 Minuten dann bei mir raus. Also orientiert euch sehr gerne an der Keksfarbe, die ihr jetzt gerade seht. Und dann werden sie zum Auskühlen erstmal auf einen Teller gegeben. Beim Dekorieren könnt ihr es euch super einfach machen. Ihr könnt die Kekse natürlich so belassen, die sind super lecker. Aber ihr könnt natürlich den
extra Schritt gehen und einfach ein bisschen Puderzucker mit ein bisschen Wasser mischen. Je nachdem, wie flüssig eure Glasur schlussendlich werden soll, könnt ihr natürlich mehr Wasser verwenden. Ich mache das Ganze ein bisschen dickflüssiger, dadurch trocknet die Glasur schneller und die wären dann auch ein ideales Geschenk, was ihr ganz schnell machen könnt. Also von der Konsistenz sollte es dann ungefähr so aussehen. Sobald ihr eure ganzen Farben angemischt habt, fangen wir mit dem Dekorieren an. Es gibt natürlich auch super viel Zuckerdekor, die man sich fertig kaufen kann. Ihr könnt natürlich die Deko auch aufspritzen, wie es euch beliebt. Ich finde, das ist der Teil, der am meisten Spaß macht, einfach weil man sich da kreativ austoben kann, das mit Familie, Freunde und seinen Liebsten einfach machen kann. Schlussendlich sahen die Kekse dann so aus, wie gekauft. Ich werde weitere Fotos davon auf Instagram, Twitter, Facebook posten, also folgt mir sehr gerne unter Sammy Slimani und abonniert meinen Kanal für weitere Videos. Morgen kommt nämlich schon um 15 Uhr das nächste und am Sonntag um 10.30 Uhr ebenfalls ein weiteres Video. Also aktiviert die Glocke und seid dabei. Ich freue mich extrem auf alles, was noch kommen wird und hoffe, ihr macht es zahlreich nach. Schickt mir viele Fotos. Bis dann, euer Sammy.